So, hey Leute, damit auch willkommen zur neuen Folge ARK. Und ihr wisst ja, letztes Mal haben wir den Manta gezähmt. Da haben mir sehr viele Leute in den Kommentaren geschrieben, Kalter, sehr gut, dass du ihn endlich gezähmt. Aber nun, wir brauchen einen Sattel. Und ihr wisst ja, ich habe ja letztes Mal den Sattel schon erforscht und auch noch nachher gecraftet. Und diesen Sattel, meine Freunde, den wollen wir heute mal ausprobieren. Ihr seht, ich habe ihn hier im Inventar. Und ich bin einfach mal gespannt. Ihr seht schon, ich habe hier so den Surfer-Look angezogen. Denn ihr wisst ja, man kann den tatsächlich reiten. Wie, ja... Und es sieht ähnlich aus, als wenn man gerade auf ein Surfboard surfen würde. Deswegen, Leute, wir probieren das einfach mal aus. Und ich muss euch eine kleine Kleinigkeit am Rande mitteilen. Und zwar ist unser Manta gestorben, beziehungsweise wurde getötet von jemandem. Und aus diesem Grund musste ich leider einen neuen zähmen, was mir ein bisschen leid tut. Aber, Leute, kein Problem. Dieser Manta wird unseren anderen Manta rächen, hoffe ich. Und auch dieser Manta wird uns Freude bereiten. Also, Leute, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach mal aus. Ja, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, das ist schon nicht schlecht, oder? Wenn man so einen Manta reitet, allein schon wie schnell der ist, ne? Vom Tempo mal ganz abgesehen, auch die Bewegungsart. Also damit können wir uns, glaube ich, richtige Manta-Weltmeisterschaften liefern. Deswegen, Leute, wenn ihr jemanden kennt und meint, Askalter, ich könnte da jemanden, der könnte auch gegen dich antreten in einer Manta-Weltmeisterschaft. Wie gesagt, so eine Surfing-Meisterschaft. Ihr kennt ja vielleicht Kitesurfen, ne? Da gibt es ja auch so Meisterschaften. Ich dachte mir, sowas wie Manta-Meisterschaften, so Wettrennen mit Mantas, das wäre eine geniale Idee. Deswegen, wenn jemand antreten möchte, soll er mich ja mal fragen, in die Kommentare schreiben und einen Daumen nach oben geben, damit ich auch weiß, wer alles teilnehmen möchte oder wer generell Interesse daran hätte, beziehungsweise das, beziehungsweise die Idee an sich gut findet. Das würde mich mal interessieren. Aber ihr seht schon hier, so ein Manta ist schon ganz geil, ne? Besonders mit unserer Partykleidung hier. Ist halt meine Freizeitkleidung. Ich meine, momentan ist ja eh kein Mosa oder Megalodon in der Nähe, von daher geht das auch ganz gut. Wird nur problematisch, wenn dann irgendwann irgendein böses Monster kommt. Und das Gute an dem Manta ist, er kann auch an Land tatsächlich. Allerdings, wenn er an Land geht, wir können das ja mal ausprobieren, dann verliert er Leben. Das heißt, es tut ihm weh. Ihr seht hier, er ist fast tot. Leute, habt ihr es gesehen? Er ist fast tot, er hat nur noch die Hälfte seiner Leben. Obwohl... Ja, also man kann mit ihm tatsächlich im Gegensatz zu anderen Dinosauriern an Land gehen. Allerdings, ja, verliert er dann sehr schnell Leben und ist dann ziemlich schnell tot, weil er auch gerade mal nur 500 Leben hat, glaube ich, insgesamt. 400 sogar nur. Also es ist ziemlich schwierig hier mit unserem Manta, aber auch das hält uns nicht davon ab, mit ihm ein bisschen die Gegend zu erkunden. Auf jeden Fall, Leute, es gibt auch eine neue Spezies in ARK, die ich gerne mal untersuchen möchte, die wir ja für unsere Forschungszwecke mal ein bisschen näher betrachten wollen, vielleicht sogar auch zähmen wollen. Da müssen wir auch mal schauen, wie leicht das ist. Ihr seht schon hier unser Manta, der ist schon fast tot. Das tut mir echt leid, Manta. Bitte bleib einfach hier warten. Ich hoffe, der läuft jetzt... Wow! Wow! Nein! Manta, 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 wir müssen sofort zurück! Okay, Leute. Das war fail. Okay, Manta. Manta, Manta, Manta. Hilfe! Okay, Leute, ich habe hier gerade richtig gefailt hier, ne? Also das... Leute, Hilfe. Das war gerade nicht schlau. Das war verdammt nicht schlau hier. Okay, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, ich bin fast tot. Ich hätte zwar theoretisch Rüstung, aber nein, Leute, ich komme da jetzt nicht ran. Nein, nein, Leute, es ist noch ganz... Ich schaffe es, 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 ich schaffe es. Wow, wow, Leute. Das war sowas von verdammt knapp. Und jetzt müssen wir ganz schnell unseren Party-Look... Ja, und deswegen, da meinen wahrscheinlich jetzt einige Askalter. Das kommt, wenn man so einen Party-Look trägt, ne? Ihr habt ja recht. Nein! Leute! Habt ihr das gerade gesehen? Und ihr denkt euch wahrscheinlich gerade alle, Askalter, ist das dein Ernst? Du zähmst eine Stunde lang, das hat länger gedauert, du zähmst mehrere Stunden lang einen Manta, der dann innerhalb einer Folge kurz stirbt. Leute, ich weiß, was ihr denkt. Ich weiß, dass viele von euch vielleicht jetzt gerade wütend oder auch enttäuscht sind. Aber bitte, Leute, nehmt es mir nicht übel. Es war... Ja, wir haben daraus gelernt, Leute. Ich wollte es euch nur aufzeigen. Schwimmt mit euren Mantas nicht in solche Küstengebiete, denn dort lauern Piranhas und Krokodile, die euch mit eurem Manta zerstören könnten. Deswegen, Leute, man lernt einfach aus allen Erfahrungen. Und bitte seid mir da nicht böse, Leute. Es tut mir verdammt leid. Und ich glaube, für unsere Manta-Meisterschaften, das müssen wir erstmal auf ein, ja, ferneres Datum verschieben. Ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Aber ich verspreche euch, Leute, ich werde einen neuen Manta zähmen. Den dritten. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Bitte seid nicht so gemein zu mir. Bitte nicht zerstören in den Kommentaren. Okay, ja, ich denke mal, das kann passieren. Wir haben gesehen, der Manta, er ist zwar super schnell, ist auch relativ stark,
und flink. Das Problem allerdings ist seine geringe, ja, wie soll man das sagen, sein geringes Leben. Das heißt, er kann sehr schnell sterben und das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Also ich weiß nicht, ob wir da vielleicht, was man da machen könnte. Man könnte theoretisch den ein bisschen leveln, alles auf Heal setzen, aber trotzdem wäre sein Leben, ja, wäre sein Heal immer noch sehr schlecht gegenüber seinen anderen Werten. Aber Leute, wir lernen einfach dazu. Wir haben daraus gelernt, das kann passieren. Aber wir gehen guten Gewissens, jetzt ist auch unser Transporttier weg. Aber wir können jetzt guten Gewissens sagen, dass wir was Neues dazugelernt haben, Leute. Ne? Also das ist auch schon mal eine wichtige Erkenntnis und ich hoffe wirklich, ihr seid mir da nicht böse, oder? Ich meine, schließlich ist es auch nur ein Spiel, aber trotzdem, Leute, das hätten wir besser planen können. Das hätten wir tatsächlich besser planen können und ihr seht auch schon, dass die Insekten mich nicht angreifen, obwohl ich sonst immer zerstochen werde von diesem Mega-Neuras. Heute? Nö. Wahrscheinlich trauern die mit und denken so, ach, der Arme, den lassen wir mal in Ruhe. Der trauert schon genug alleine rum. Den müssen wir jetzt nicht noch ärgern. Finde ich super von diesen Insekten. Ich weiß auch gar nicht, was, wieso sind wir da so überhitzt? Es sind doch gerade mal 27 Grad. Ne, verstehe ich dann nicht, warum wir gerade angeblich unter Hitze leiden sollten bei 27 Grad. Ich meine, das ist normale Temperatur. Eigentlich. Ne, kommt drauf an, wo man lebt. Gut, aber okay, wir werden dann trotzdem mal eine andere Kreatur suchen, nämlich den sogenannten Dire Bear. Weil das haben sich sehr, sehr viele Leute gewünscht. So nach Mod Ascalda, du musst den Dire Bear finden und eventuell sogar zähmen. Und das, meine Freunde, das wollen wir doch mal versuchen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der sich befinden soll. Höchstwahrscheinlich im Norden. Aber, wie gesagt, wir werden mal einen kleinen Abstecher machen. Das ist ungefähr nur das, ja, die andere Ecke der Karte. Das dauert ja nur 4 Stunden. Okay, ich habe gerade nochmal nachgeguckt und tatsächlich herausgefunden, dass es den Dire Bear, im Gegensatz zu den Dire Wölfen, nicht im Schneebiom gibt. Jedenfalls nicht nur, sondern eigentlich überall. Ne, bis auf den Osten. Ne, ich glaube, ganz im Osten sind jedenfalls keine Daten bekannt. Deswegen müssen wir mal ein bisschen weiter in den Westen gehen. Und dort könnten wir theoretisch sogar Dire-Bären finden. Rein theoretisch gesehen. Ob wir diese finden oder nicht, ihr wisst, das ist immer Glückssache. Besonders bei neuen Dinosauriern. Ich sag schon Dinosauriern. Ha, bei neuen Kreaturen in Ark. Aber Leute, wir sind mal ein bisschen wachsam. Wir haben unser Fernglas dabei. Das richtige Forscher-Pack. Und meine Freizeitkleidung, ich glaube die, ja, wo kann ich die überhaupt anziehen, Leute? Ich werde ja immer nur angegriffen, egal wo ich bin. Nicht mal zu Hause kann ich die anziehen, da werde ich auch getötet. Ja, also ich glaube, da müssen wir uns nochmal was überlegen, so eine, ja, so eine Ferieninsel, wo man mit Freizeitkleidung rumlaufen kann, das wär's doch, oder? Das wär's echt, naja. Müssen wir nochmal schauen, Leute, auf jeden Fall den Dire Bär, aha, ein Raptor. Ja, ein bisschen kämpfen, darauf hätte ich jetzt mal Lust. Du tötest nämlich nicht meine armen Kompis hier. Oh, jetzt, naja, das Argument hätte ich mir sparen können. Aber immerhin haben wir dem Raptor gezeigt, wer hier die Hosen anhat. Und damit meine ich die Metallhosen. Gut, also seht schon, wir sind jetzt ein bisschen... Oh, die Airdrops, Leute. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da auch was Gutes bekommen. Denn eine Zeit lang waren die tatsächlich auf dem Server ausgeschaltet, was ein bisschen, ja, nervig gewesen ist. Aber wir können wieder dahin. Oho, der rennt weg. Was ist denn da los? Wenn die wegrennen, dann hat das meistens einen nicht so guten Grund für uns. Und zwar, dass es hier einen Giganotto gibt oder einen T-Rex oder sonstiges. Wobei, ich glaube, die rennen sogar vor Didos weg. Ne, ich bin mir da nicht sicher, aber der Fluchtinstinkt bei den Viechern ist schon sehr stark ausgeprägt. Gut, nach wie vor noch kein Dire Bear in Sicht. Aber wie gesagt, wir können schon mal als Fazit sagen, dass sie sich nicht in Strandregionen aufhalten. Jedenfalls vermuten wir, dass sie es nicht tun. Und wir sehen schon, dass die hier, ja, die Parasaurier sehr gute Schwimmer sind. Die es in, ja, einer geringen Geschwindigkeit von A nach B schaffen. Im Gegensatz zu den Oviraptor, der sich nur sehr langsam bewegen kann und dadurch sofort stirbt. Die denken sich so, yo, Ascalda, wir sind zu dritt, wir sind stärker als du, aber nee, nee, tut mir leid. Da habt ihr euch leider verschätzt, meine Freunde. Warum schlägt die ganze Zeit auf den kleinen Kompi ein? Und ach ja, apropos Kompi. Viele haben sich gewünscht, dass ich mir auch mal irgendwann so einen Kompi zähme, weil man den einfach so richtig süß auf der Schulter tragen kann. Und ich meine, das ist auch echt eine nette Idee. Allerdings sind die Viecher nicht so leicht zu zähmen, ne? Deswegen, also wenn ihr es unbedingt wollt, werde ich das mal versuchen. Aber vielleicht sollten wir vorher auch mal ein paar Gehege bauen, weil ich habe da nochmal so einen kleinen Plan gehabt. Werde ich euch dann aber vielleicht in der nächsten Folge oder vielleicht sogar noch am Ende dieser Folge erklären, was es denn mit unserem Dino-Park so auf sich hat. Denn da habe ich so einige coole Neuerungen in Planung. So, was haben wir denn hier erstmal? Ja, die kann ich sehr gut gebrauchen. Was ist das hier? Wow. Das kann ich auch gut, obwohl das können wir nicht rausnehmen. Ein Fallschirm kann ich auch sehr gut gebrauchen, weil ihr wisst ja, ich fall öfters mal runter. Das ist auch nicht schlecht.
Ja, kann man auch gebrauchen. Ein Fernglas, ja, ein zusätzliches Fernglas nehmen wir immer. Und auch hier, was ist denn das hier? Brauchen wir eigentlich nicht, ja, das haben wir ja sowieso schon. Ja, und die Brutmutter hätten wir durch diesen Crate beschwören können. Aber wir haben jetzt die ganzen Artefakte nicht dabei, von daher braucht man das eher nicht. Jedenfalls nicht an dieser Stelle. Ich habe übrigens auch jetzt gehört, es gibt da so ein kleines Update, wenn man die Brutmutter heutzutage beschwört. Ja, Raptor, auch du legst dich mit mir an, aber das war ein Fehler. Ja, die Dinosaurier, wenn ich fühlen will, der muss hören. Ist es nicht eigentlich andersrum? Egal, Leute, wir suchen weiter und hoffen mal, dass der Regen bald aufhört. Das Witzige ist ja, dass wir fast wieder zu Hause sind und immer noch keinen Bären gefunden haben. Und dort, Leute, ist ein Haus. Und ich würde mein Auge darauf verwetten, dass es eventuell sich um Team National... Ich habe nichts von einem Auge erzählt. Oder Dodo? Ich meine natürlich das Dodo von diesem Auge. Das Auge von diesem Dodo. Leute, also das... Oder von diesem Dodo hier. Wo sind die Bären? Sag es uns! Die schweigen wie die Lämmer. Was können wir tun, Leute? Ich weiß es nicht. Nein. Als ob. Leute. Das, meine Freunde, ist ein Direbär. Und ich hatte keine Ahnung, wie die Teile aussehen. Ich dachte, das wären so eine Art Eisbären. Jedenfalls habe ich das in den Kommentaren gelesen. Aber ich denke, so einfach haben wir den gefunden. Und ja, ich meine, ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, die kann man anscheinend nicht an den Schränken finden. Ich würde die Aussage dann doch zurücknehmen. Also man findet sie anscheinend überall. Ja, Leute, die Aussage, die ich getroffen habe, die vergesst man mal ganz schnell. Jetzt ist aber nur die Frage, ist das Ding friedlich oder nicht? Das heißt, wenn wir uns dem nähern, wie reagiert das? Ich meine, ich bin froh, dass wir es gefunden haben, aber es ist nur die Frage, wie das jetzt noch weiter aussieht. Ja? Noch ist es friedlich. Noch, vielleicht müssen wir schleichen. Hat es uns gesehen? Wir müssen schleichen, Leute. Am besten mit X. Ne, wir gehen in Position. Wir haben Betäubungspfeile dabei. Ne, ich habe leider nur kein, ja, Zielfernrohr. Gut, ich weiß nicht, wie schnell die Dinger sind. Vielleicht sollten wir vielleicht lieber einen Quetzo mitnehmen. Ich meine, es ist ja, wir sind ja in der Nähe von zu Hause eigentlich, ne? Wir können es ja mal ausprobieren. Wird er aggressiv, wenn er uns sieht? Denn wenn ja, können wir einfach mal wegrennen. Yo, hallo. Ich bin Askalter, wollen wir Freunde sein? Das sieht ja total süß aus, Leute, oder? Hey, du siehst süß aus. Wollen wir Freunde sein? Also an sich, der macht, jetzt muss man den auch essen. Wow, das war wohl zu nahe. Okay, okay. Okay, Leute. Das war wohl zu nahe. Das war wohl viel zu nahe. Hilfe, renn um dein Leben. Lauf, lauf, Askalter, lauf. Okay, ich weiß nicht, ob wir... Ja, nicht in die Ködel rein. Nein, wow. Okay, Leute, das war gerade ziemlich dumm. Das kommt wegen diesem blöden Fimomia. Das Problem ist allerdings auch, dass Bären ausgezeichnete Schwimmer sind, meine Freunde. Das heißt, wir können dem nur schlecht entfliehen. Da hinten ist er. Er hat aber aufgegeben, hoffe ich, oder? Ja. Perfekt. Also ihr seht schon, der ist nicht ganz ohne. Ne? Wir haben ja Glück, dass wir unseren Movement Speed geskillt haben. Haben wir doch, oder? Ja. Auf 126, weil viele meinten so, das ist das Unnötigste ever. Und ich so, nein, das braucht man, um vor Dinosauriern wegzurennen. Das ist manchmal nämlich ziemlich klug. Und ihr seht schon, Leute, wer hatte recht? Ha! Ja, Leute, ab und zu habe ich auch mal recht. Gut, jetzt sollen wir mal hier mal reinschauen, ob wir hier was Schönes drin finden. Unter anderem sehr viel Holz, aber auch ein paar schöne Blumen. Ich weiß zwar nicht, wofür man die braucht, aber die nehmen wir gerne mal mit. Wir müssen nur aufpassen, dass jetzt kein Biber kommt und dann wütend wird, wenn wir das tun. Gut, nee, hier ist nichts mehr drin, außer ein bisschen Holz. Das ist übrigens auch wieder ein Haus, wo ich mich frage, wem gehört das? Das werden wir auch gleich mal klären. Erstmal allerdings wollen wir mal nach Hause und einen Freund holen. Vielleicht einen Petri oder einen Quetzo, von dem aus wir schießen können. Die Pilze nehmen, oh, die PL nehme ich natürlich auch gerne mit, ne? Genauso auch Cementing Paste kann man alles gut gebrauchen. Holz können wir erstmal da drin lassen. Ich meine, die Biber brauchen auch ein bisschen was, ne? Um ihren Damm zu bauen. Obwohl, die haben so viele Dämme mittlerweile schon. Ah, guck mal, da ist zum Beispiel ein Biber, ne? Wenn wir jetzt aus seinem, ja, Damm etwas rausnehmen würden, dann wäre er aggressiv. Aber so an sich, kein Problem, oder? Hoffe ich doch mal. Das hat er ja nicht gesehen, dass wir auch seine ganzen anderen Dämme kaputt gemacht haben. Jo, was ist denn da passiert, Leute? Schaut es euch an. Titan ist einfach fast tot. Warum das denn? Irgendjemand hat Titan wehgetan. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Aber der muss büßen, Leute. Schaut euch das an. Wie viel Leben hat Titan noch? Nicht mehr viel!
Aha. Aber warum das denn, Leute? Ich habe gerade keine Ahnung, wie das sein könnte. Auf jeden Fall, Titan ist fast gestorben. Und ich weiß nicht, wer daran schuldig ist. Wenn ihr eine Idee habt, Leute, wie Titan gestorben sein könnte, oder er ist ja nicht gestorben, aber wie er fast gestorben sein könnte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Weil das kann doch nicht sein, dass Titan einfach stirbt. Also er wäre ja fast gestorben. Und das, meine Freunde, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Das heißt, derjenige, der dafür verantwortlich ist, der wird büßen. Und wenn ihr eine Theorie habt, oder wenn ihr es sogar vielleicht selber wart, dann stellt euch, beziehungsweise sagt mir mal eure Theorie und schreibt es in die Kommentare, damit wir mal, ja, Klarheit schaffen können. Weil sowas geht echt gar nicht. Jetzt können wir bloß hoffen, dass der Bär noch da ist, weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass es schon längst abgehauen ist. Ob das denn der Fall ist, also dann müsste er ja theoretisch eigentlich immer noch hier irgendwo in der Ecke sein Unwesen treiben und da ist, nein, das ist die Fimomia. Gute Frage, Leute, ob wir den nochmal finden, ich glaube, wir hier ein bisschen durchs Gebüsch rumstöbern. Irgendwann müsste er sich ja zu erkennen geben und uns angreifen, so aggressiv wie der vorhin war. Ich glaube, der will mir es bestimmt nochmal heimzeigen, so nach dem Motto, oh, du hast mich zwar abgehängt, aber diesmal bin ich schneller. Ja, das könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass nochmal irgendwo hier dahergelaufen kommt oder auch nicht. Da ist er! Gut, war das nicht das, was ich auch vorhin für das Fimomia gehalten habe? Ich weiß es nicht. Wir können ja auch theoretisch von dem Stein aus schießen. Wäre theoretisch auch, ja, möglich. Allerdings müssen wir da vorher erstmal unseren Petri auf Passiv setzen. Ne? Ohne das geht es nämlich nicht. Das heißt, wenn wir jetzt nämlich unseren Petri nehmen, weil wenn er dann in den Kampf eingreift, das wäre auch blöd. Deswegen, Florian, erstmal hier zack auf Neutral und dann auf Passiv. So, ich glaube, dann sollte nämlich nichts mehr schief gehen. Wir können es ja mal testen mit einem anderen Dinosaurier. Zum Beispiel mit einem... Also jetzt nicht gleich mit dem Bär, sondern erstmal vielleicht mit einem... Mit einer Schildkröte. Oder mit so einem Viecher. Und Petri macht nichts. Er steht einfach nur rum. Genau, jetzt probieren wir das auch mal mit diesem Freund hier. Also, bist du bereit für einen Schuss in den Hintern? Und ich glaube, er ist bereit. Er hat uns nicht gesehen. Oh, oh. Er hat uns nicht gesehen. Er hat uns gesehen, okay. Okay, okay, Leute. Oh, nee, das Nachladen, das dauert so irre lange. Ja, und hier, guck mal, jetzt können wir nämlich unseren Petri benutzen. Ja. Und wegfliegen. Ja, jetzt throwen wir einfach mal ein bisschen. So, das Problem wäre, wenn wir ihn dann zähmen und er dann im Wasser gezähmt wird, ne? Das ist so ein kleines, oder das wäre ein kleines Problem. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt nicht im Wasser ertrinkt. Aber man weiß ja natürlich nie, ne? So, also jetzt mit Petri zu fliegen, das macht nicht nur Spaß, das ist natürlich auch ein bisschen praktisch. Allerdings auch ein bisschen gefährlich. Okay, Leute, weil ihr seht schon, der Petri, der, ja, der kann auch nicht bis zum, ja, St. Nimmerleins-Tag fliegen. Irgendwann kommt der Bär an und dann ist Sense. So, einmal schießen und weiter geht's quasi. Wow, habt ihr es gesehen, Leute? Petri ist auch schon verletzt. Ne? Aber an sich, es klappt. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Methode. Wobei... Okay, okay. So effektiv ist sie dann auch wieder nicht, ne? So, aber es ist in Ordnung. Ja. Oh, ne, ne, ne. Ein Schuss, sonst... Petri! Ja, Petri soll dabei nicht sterben. Sonst haben wir schon zwei Dinosaurier umsonst umgebracht. Für einen Bären, den wir noch gar nicht gezähmt haben. Und wo sich auch noch nicht herausgestellt hat, ob wir den überhaupt zähmen werden. Ja. Okay, das war schlau. Und jetzt weg hier. Ne? Und irgendwann kippt er um. Das ist wie mit dem Löwen und der Antilope. Irgendwann kippt einfach die Antilope um. Ja, ja, da kommt er. Okay. Und, wow. Leute, das ist eine Jagd, sage ich euch. Habt ihr schon mal eine so heftige Jagd gesehen? Ich nicht. Wow. Leute, das war ein bisschen knapp. Oh. Okay. Leute. Petri wollte gerade nicht so richtig fliegen, aber er hat doch noch die Kurve gekriegt. Ja, wir dürfen den Bären jetzt nicht ins Wasser locken, weil er könnte theoretisch jeden Moment sterben. Aber auch Petri könnte jeden Moment sterben, das ist so das Problem. Ja, seht ihr, der Bär wird langsamer. Hui. Hä? Wieso verfolgt er uns nicht mehr? Ich glaube, wir sind... Ach so. Also müssen wir mit Petri verdammt aufpassen. Nicht nur er ist angeschlagen, auch wir. Ja. Okay, und dann rennen, Leute. Ne? Okay. So. Also ihr seht schon, Leute, das ist zwar eine bisschen feige Taktik, aber ohne diese Taktik würden wir das hier nicht schaukeln. Gut, und der Bär müsste jetzt schon umgekippt sein. Bär? 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 Leute, er ist doch nicht ins Wasser gefallen und stirbt jetzt, oder? Ah, ich finde, das ist so ein Trick.
Der ist gar nicht im Wasser, oder? Hallo, Bär? Ich wette, der versteckt sich einfach nur irgendwo, ne? Und dann, Leute, wenn wir kommen, kommt aus dem Hinterhalt und tötet uns. Ich wette mit euch. Die sind raffiniert, die Leute. Die Bären, meine ich. Okay, wo ist jetzt dieser verflixte Bär, Leute? Der, wir haben ihn ja nicht getötet, ne? Das heißt, ihr müsstet theoretisch hier irgendwo rumlaufen. Bär? Ist das da hinten? Nee, das ist er auch nicht. Leute, wo ist der Bär geblieben? Wow! Okay. Die sind aber, die habe ich ein bisschen unterschätzt gerade. Die Kompis sollte man nicht unterschätzen. Die sind doch stärker, als man denkt immer. Aber wo ist denn jetzt unser Bär? Ich verstehe das nicht, Leute. Hier vorhin, der war doch noch da. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal verstehe ich die Welt nicht. Das kann jetzt... Ja, ich glaube, das heißt, wir müssen uns einen neuen Bär suchen. Leute, habt ihr eine Idee, wo der sein könnte? Weil ich weiß, wir hatten den schon am Ende sozusagen, ne? Oh, Leute. Nein! Petri! Nein! Petri? Wow, das war nochmal Rettung in letzter Sekunde. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Okay, und ich sehe hier nirgends so eine Bärenleiche oder einen umgekippten Bären. Das heißt, dass ja... Was heißt das, Leute? Also wenn ihr da eine Idee habt, was da passiert sein könnte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich vermute ja wirklich, dass es sich durch einen Arc-Bug irgendwie... Ja, dass die Leiche dadurch in einem Raum bewegt hat, wo wir nicht mal rankommen. Okay, Leute, ich bin fast tot, aber ich werde nicht aufgeben. Ich habe nur noch meine Freizeitkleidung. Der will den Stein rammen. Okay, Leute, wir können das schaffen. Ne? Er hat mich fast getötet vorhin, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir diesen Bären zähmen können. Wenn wir an uns glauben. Also, mein Bärchen. Ist er bewusstlos? Oder tut er nur so? Das ist die Frage, Leute. Ist der schon bewusstlos? Ich weiß es nämlich nicht. Aber ich habe nur noch... Guck mal, Leute. Ich habe nur noch meine Freizeitkleidung. Der Rest ist kaputt. Das heißt, wir müssen verdammt aufpassen. Tatsächlich, Leute, er ist nicht K.O. Der braucht noch eine Weile. Jetzt ist er K.O., oder? Ja! Aber wir sind fast tot, okay. Jetzt müssen wir verdammt schnell sein, Leute. Wir haben natürlich genug Fleisch und auch genug Narkotik, hoffe ich. Allerdings, falls jetzt irgendein Spieler kommt und uns tötet, dann haben wir ein Problem. Von daher, Leute, das kann jetzt eng werden. Ich habe, wie gesagt, noch meine Freizeitkleidung. Ich habe aus Versehen, in Hysterie, aus Versehen hier gerade das hier runtergeworfen. Ha! Hab nochmal Glück gehabt. Auf jeden Fall, Leute, ihr habt gesehen, das ist gar nicht so einfach, so einen Bär zu zähmen. Ne, wir haben schon gesehen, wir haben ihn ja noch nicht mal gezähmt. Ne? Das ist erstmal nur der Anfang. Ja, jetzt geht es darum, erstmal ums Überleben, dass jetzt kein anderer Dinosaurier kommt und mich einfach umhaut, so wie der zum Beispiel. So ein Dilo oder wenn jetzt meinetwegen ein Raptor kommt. Naja, da kommt der einfach mal hin, zack, 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 bin ich tot. Oder ein paar Kombis. Deswegen, ich habe ja keinen Schutz mehr, alles kaputt. Den Fallschirm habe ich noch, bringt mir jetzt auch nicht viel. Mein Schwert kann mich jetzt auch nicht mehr retten. Also, wir müssen da echt viel aufpassen. Ich habe davon noch einen anderen Spieler gesehen, vielleicht könnte der uns helfen. Ihr seht, da ist er, Leute. Ne, wir haben ja auch noch unser Fernglas, haben wir genau hier. Ja, wenn wir mal gucken, da müsste theoretisch ein anderer Spieler sein, ja, das ist er nicht. Genau, der Daraya, der müsste allerdings jetzt in diesem Gehege sein, ne? Allerdings, ja, hat er mich nicht weiter beachtet, wobei ich weiß nicht, vielleicht beobachtet er mich auch für mich aufessen, ne? Ihr wisst ja, Kannibalismus ist auf meinem Server ein ernstes Problem. Und ich weiß nicht, ob wir das so schnell in den Griff bekommen. Nein, Fliege, der ist doch nicht tot. Noch nicht aufessen, bitte. Gut, ihr seht, das dauert anscheinend eine Weile. Mit einer Weile meine ich so circa so 2 Stunden. Ja, Leute, das dauert eine Weile. Aber können wir nichts dran ändern. Da müssen wir jetzt einfach warten. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass die Primate bevorzugen. Also ich glaube, das Schlauste wäre, wenn ich jetzt kurz mal wieder zur Base zurück... Ah, doch, essen die. Perfekt. Das heißt, wir müssen einfach nur warten. Warten, bis er fertig getamed ist. Das kann ungefähr 5 Stunden dauern. Aber Leute, wir warten gerne. Alles klar, Leute, wir haben den Direbear gezähmt. Common Name Direbear. Leute, ihr wisst, was das heißt. Endlich haben wir diese verdammte Kreatur, die so schwierig war, gezähmt. Allerdings, Leute, es ist noch nicht alles. Erstmal müssen wir jetzt aufpassen, dass sie uns nicht angreift. Ne? Wobei, es steht ja auch, dass sie sehr stark ist und dass man sich auch auf ihn verlassen kann. Ne? Hoffe ich doch mal. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, wie wir den benennen wollen. Und da, Leute, sollt ihr bitte mir in die Kommentare einen Namen schreiben, wie ihr ihn gerne genannt haben wollt. Also, wenn ihr eine gute Idee habt für ihn,
Dann wenn er meint, oh Skyler, der sieht so niedlich aus, nenn ihn bitte Teddy. Oder wenn er irgendwie meint, oh Skyler, der sieht so böse aus, so brutal, nenn ihn doch Grizzly. Also wenn ihr da eine Idee habt, ich lasse das Feld erstmal frei, bevor ich jetzt irgendwas hier in irgendeine Richtung werte. Und ihr könnt mir dann gerne euren Namen in die Kommentare schreiben. Das würde mich wirklich, wirklich freuen. Deswegen Leute, schreibt mal euren Namen bitte in die Kommentare. Bär! Rette dich! Komm, Bär! Du schaffst es! Ich glaube an dich! Nein! 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 Leute! Wollen die mich eigentlich heute trollen? Leute, ich verstehe es nicht! Okay, okay, okay. Leute, langsam! Ich... Nein! Leute, nein, komm jetzt ganz ehrlich. Er ist einfach tot. Unser Bär, den wir gerade erst gezähmt haben nach 2 Stunden. Und ich glaube heute, Leute, es ist einfach nicht mein Tag. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist heute nicht mein Tag. Und es tut mir verdammt, Leute, wir haben heute 2 wichtige Kreaturen hier verloren. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie jetzt einfach so eine kleine Pechsträhne ist, die ich gerade habe. Und ganz ehrlich, Leute, ich hoffe, ihr seid mir da jetzt gerade nicht böse drüber, dass unser, ja, Bär, den wir gerade gezähmt haben, gleich gestorben ist. Ich meine, da muss irgendeine Pechsträhne oder irgendein Fluch sein. Vielleicht ist es der Fluch von Team National Survival. Ich weiß es nicht. Wenn ihr da eine Idee habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ich, ja, wie gesagt, trotzdem wünsche ich mir, dass ihr einen Namen für den, ja, mutigen Helden, der mir das Leben retten wollte, aussucht und dass ihr vielleicht alle mal in die Kommentare schreibt, Rest in Peace, und dann den Namen, wie ihr ihn nennen wollt. Da darf wirklich jeder seinen eigenen Namen schreiben. Aber wirklich, es tut mir verdammt leid, Leute, dass schon wieder ein wichtiger Dinosaurier, dass schon wieder eine Kreatur von uns gegangen ist. Und ich hoffe, ja, dass ihr mir da verzeihen könnt. Und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Tipps für mich, ne, wie wir das ja demnächst unterbinden können. Wie gesagt, Leute, es ist natürlich ein bisschen traurig, aber kann man jetzt nicht viel dran ändern. Was ich euch allerdings versprechen werde, ist ja, sowohl einen neuen Dire-Bär zu zähmen, als auch einen Manta. Ne? Dazu möchte ich auch nochmal versichern, dass ich dafür sorgen werde, dass Titan nicht sterben wird. Ihr habt gesehen, Titan wäre fast tot gewesen. Und das können wir nicht zulassen. Also irgendwas ist da passiert. Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist. Wir werden uns auf jeden Fall noch ein bisschen mehr verteidigen müssen. Aber es ist wichtig, Leute, man lernt aus seinen Fehlern, man wächst an seinen Aufgaben. Also es ist kein Beinbruch, Leute. Ne, wir müssen einfach daran wachsen. Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen, wir geben uns Mühe und das ist die Hauptsache. Ja, Leute, ansonsten war es nämlich auch erstmal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, dann gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das würde mich verdammt freuen und würde mir auch sehr viel weiterhelfen. Ja, und dann schreibt doch mal in die Kommentare, was euch besonders gefallen hat und welche Tipps ihr für mich habt. Ansonsten, ja Leute, war es nämlich erstmal wieder mit dieser Folge. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.